Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo, aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklinken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unauffälligem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifischen gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop Spamming 1 und neutralisiert meinen Schweizer Akzent. Man kennt ihn vor allem aus seinen englischen Lehrvideos hier auf YouTube. So übergebe ich wie üblich das Wort an ihn und er bringt uns seine persönlichen Definitionen von Atheismus und Islam nahe. Oder ich übergebe es nicht an ihn, weil er gerade nicht reinkommt. Hallo Leute, Ike hier. Das Stop-Spamming kommt einfach nicht hier in den Hangout rein. Im Prinzip wird er, so, wenn er es noch kann, uns die Definitionen nahebringen, und zwar eben, was Atheismus eigentlich bedeutet, dass das Wort per se eigentlich wenig Sinn macht und was es mit dem Islam auf sich hat, was er unter Islam versteht und was das alles beinhaltet. Wie schon erwähnt, die Sendung dauert etwa eine Stunde. Es sollte nur eine Stunde dauern, weil Formel 1 hat wieder angefangen und Stop Spamming ist ein großer Formel 1-Fan, er liebt das in die Kurven fahren und will da zuschauen. Keine Ahnung, wann das genau startet, ob es jetzt genau 2 Uhr dann startet oder nicht. Ich weiß es nicht. Das Thema ist wie immer noch der Koran. Wir analysieren den Koran, wir schauen uns den Koran an, was uns merkwürdig erscheint als Atheisten, als Nichtgläubige per se, was nicht sein kann, was nicht übereinstimmt mit der Realität etc., was uns einfach abstruse wirkt und nicht wirklich ernst zu nehmen ist aus der Heiligen Schrift der Muslime. Heute die Sure 9 heißt die Reue und ich denke, die wird sehr kurz ausfallen, weil da ist wirklich fast kein Material vorhanden. Es nur Altbekanntes wird eigentlich sehr wiederholt. Ein paar kleinere Dinge, die uns einfach rein technisch keinen Sinn machen und wir versuchen das zu interpretieren.
Ja, das Stop-Spamming hat einen Neustart gemacht seines PCs. Er wird gleich wieder online sein. Und ich werde ihm einfach nochmal den Link zusenden vom Hangout und hoffen, dass er reinkommt. Ansonsten starte ich schon mal mit den News. Und wenn er reinkommt, kann er dann die Definition bringen. Zuerst noch eine ganz kleine News, und zwar, ich gratuliere Belgien. Belgien hat es geschafft, ist endlich ins 21. Jahrhundert angekommen mit demokratischen Grundsätzen, und zwar in der Schule, die Schulen dürfen Kinder nicht mehr zum Religionsunterricht zwingen. Gratulation, Belgien. Ihr habt es geschafft. Eigentlich ein bisschen verwunderlich, weil Belgien soll ja angeblich der Hort der Demokratie sein. So von wegen, oder ehrlich mich da, war Brüssel nicht in Belgien. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass Brüssel schon in Belgien war und ist, oder? Ja. Und da versammeln sich ja all die Demokraten, der EU, die großartigen, großzügigen demokratischen Grundrechte der EU versammeln sich ja dort. Und das ist ein bisschen erstaunlich jetzt gewesen, dass ich die News lesen habe, dass Belgien keinen Zwang mehr in der Schule hat zum Religionsunterricht. Und jetzt zum restlichen richtigen News-Teil, den ich ausgewählt habe. Man kommt in die Hölle, wenn man das Kreuz der Christen anschaut. Solche Sätze bringen einige Jugendliche in Deutschland in den Schulen. Der Artikel zeigt ein bisschen einfach auf, wie wir einige Kinder gepolt sind und gepolt wurden, sei es jetzt von Eltern oder von Religionsunterricht außerhalb der Schule, was sie so denken. Man sollte sich einfach den Artikel ganz gemütlich durchlesen, er ist relativ lang. Es gibt nur zwei Dinge, die mir halt sauer aufstoßen. Mal ganz abgesehen davon, dass es nicht unvoreingenommenes Portal ist, das da die News herausgebracht hat. Und zwar, was mir aufgestoßen ist, man sollte nicht Religionsunterricht noch fördern, das wird im Artikel halt so dargestellt, dass es besser gesagt, einige Schulen versuchen halt, der Islamisierung entgegenzuwirken, wenn man Religionsunterricht fördert. Ich persönlich sehe das als falschen Weg, sondern dass man der Religion gänzlich aus der Schule rauslässt, weil wenn man wirklich das durchziehen will, muss man alle Religionen behandeln, einfach wirklich alle, die es gibt, und dann hat man keine Zeit mehr für das Leben überhaupt. Also lässt man am besten den Religionsquatsch ganz weg, und gut ist. Zum Beispiel ist im Artikel die Rede davon, dass man Symbole aller Weltreligionen zeichnet. Wozu? Wozu sollte das gut sein? Soll das irgendwie die Toleranz fördern? Ich finde das einfach bescheuert, weil das ist wie immer, wenn man in der Schule jetzt die Zahnfee behandeln würde, wie wissenschaftlich die wäre und oder Einhörner bestimmt, wo sie leben, wo die Einhörner leben, welche Kraft das Einhorn per se hat und solchen Mist, der einfach keinen Sinn macht, einfach keinen Wert hat im Allgemeinwissen. Und das Zweite ist, die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung. Und ich muss, das stößt mir einfach immer wieder sauer auf. Was für ein Volk soll das sein? Das Volk der Christen? Das Volk der Juden, beides waren, sind und werden niemals Völker sein, solange diese Religionen erlauben, jeder Rasse, jedem Menschen auf dem Globus sich da anzuschließen. Und jeder kann sich einfach Jude nennen oder Christ nennen oder Muslim oder Hindu. Er braucht keine Erlaubnis von irgendjemand anderem. Er kann einfach da sich anschließen, dieser Religionsgemeinschaft, und gut ist. Hier von Volksverhetzung zu reden, ist einfach bescheuert. Meine Theorie, meine These, besser gesagt, ist, dass die Polizei das so benutzt, damit sie halt
damit sie halt, wie soll ich sagen, nicht großartig weiter ermitteln kann. Weil sie ermitteln wegen Volksverhetzung gegen Unbekannt. Also die Ermittlungen werden dann ziemlich im Sande verlaufen. Die Sache hat sich für die Polizei erledigt und gut ist. Die nächste News ist hoffentlich ein bisschen amüsanter. Das Stop-Spamming hat den Error 403. Ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Error das ist. Keine Verbindung, nehme ich an. Ich müsste nachschauen. 403, ich kannte mal alle die Fehler, aber habe ich vergessen. Es gibt seit letzter Woche die News, besser gesagt, diese Ständer hier mit diesem Bild. Kann ich das vergrößern? Open Picture in New Tab. Ja, das ist ein bisschen größer hier. Es gibt ja die Lease-Veranstaltungen von Abunagi, Pierre Vogel und Co. von den Salafisten, die Korane ja verteilen. Und jetzt haben sich ein paar zusammengeschlossen und machen Lease-Aktionen mit dem Grundgesetz. Also hier wird das Grundgesetz verteilt in einem kleinen Büchlein. Und ich finde es einfach schön, wie Abunagi und seine Truppe ein bisschen verarscht werden. Und zwar mit dem Slogan Lies im Namen deines Landes, welches dir Schutz und Freiheit gewährt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja im deutschen Grundgesetz der erste Artikel. Ja, wie gesagt, es ist einfach lustig, dass man Abunagi und Pierre Vogel so sehr verarscht. Dazu noch ganz kurz was von mir. Erst letzten Mittwoch habe ich realisiert, dass auch Termine für die Da war Lease-Missionierung in Zürich angegeben waren. Also habe ich natürlich den Entschluss gefasst. Ich gehe nach Zürich und stelle vor laufender Kamera einige unangenehme Fragen. Doch, oh Wunder, nicht mal ihre eigenen Termine können sie realisieren und waren nicht zu sehen, wo sie es angegeben haben. Vielleicht haben sie sich an einem anderen Stadtteil versteckt, glaube ich aber nicht. Will Gott wirklich so unverlässliche Menschen im Paradies haben? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat es auch mit dem nächsten News etwas zu tun, warum niemand da war. Und zwar geht es hier. Hartz IV, Betrugsprozess gegen Hassprediger in Köln. Ibrahim A., wie er im Artikel genannt wird, wird der Protest gemacht wegen Betruges. Warum weiß ich, dass es Abunagi ist? Na, ganz einfach. Sein Alter, seine Herkunft wird hier verraten und dass er Initiator der Lease-Aktionen ist. Und anscheinend hat er in einem Clip rumgeheult, dass die Zionisten ihm an den Kragen wollen. Die Zionisten, die sind wirklich überall. Das ist so schlimm. Unglaublich. Nur, dass er mit nicht gerade einem Fiat Panda rumfährt, sondern mit einem protzigen Mercedes der Oberklasse, dass er jährlich, gut, ob er es immer noch fährt, weiß ich jetzt gerade nicht, da gebe ich gerne zu, aber ist er mal rumgefahren, dass er jährlich zehntausende deutsche Exemplare, Koranexemplare drucken lässt, und sie ohne Entgelt verteilt und sogar per Post verschickt, das kostet auch wieder Geld, wenn man einen will, das verschweigt der gute Mann. Ihm wird vorgeworfen, er hat sich Hartz-IV-Geld erschwindelt und sogar Spendengelder. Zusammen ein Betrag von um die 140.000 Euro. Dafür muss ein einfacher Imam sich lange bücken bei der Predigt. Tja, ich persönlich wäre nicht traurig, wenn der Lügenprediger hier einsetzen muss. Aber ich wette, seine Geldgeber werden schon auf ihn aufpassen. Und damit meine ich nicht seine Salafistenbrüder in Deutschland, die ihm da Spenden geben. Dafür sind es einfach zu viele Koranexemplare für diese wenigen Spenden, die da gemacht werden, sondern diejenigen, die hinter dem Buchdruck per se stecken. Und das so ein Buch, das in gut, glaube ich, 7 Sprachen verfasst wird und abgedruckt wird. Und in 10.000 Exemplaren jährlich gedruckt werden, jede Sprache. Das kostet schon sehr viel Geld. Das sind also Hardcover-Bücher. Das sind nicht irgendwelche kleinen Taschenbücher, sondern qualitativ sehr, sehr gute Bücher, muss man sagen. Da steckt mehr Geld als jetzt nur die Spendengelder.
ob es jetzt die Saudis sind oder die aus Katar, die Araber aus Katar, keine Ahnung, oder vielleicht sogar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit könnte es auch Harun Yahya sein mit seinem A9-Netzwerk. Wer weiß das schon? Ja, der Stop-Spamming probiert immer noch. Ich guck mal nach. Ach, der Tee und der Kaffee ist noch nicht durchgelaufen. Nee, nee, der hat schon andere technische Probleme hier. Weil er hat vorhin auch ein Hangout eröffnet, also das ist jetzt ein Kommentar gewesen. Er hat ein Hangout auch geöffnet und anscheinend hat er etwas gesagt und ich habe ihn nicht gehört. Also das scheint etwas im Argen zu sein. Wer weiß. Oder vielleicht will er einfach heute nicht wegen Formalized. Das ist so meine zynische These, dass er sich hier drücken will. Wer weiß. Ist ja auch egal. Er versucht jetzt mit einem weiter, mit neuen Tabs. Jedenfalls, das ist die News zu Abunagi und seiner Truppe. Die nächste News ist mir einfach generell sauer aufgestoßen. Und zwar bekommt die IZRS, das ist so der. Meine Theorie, die Salafisten der Schweiz stecken hinter den Vereinigungen, machen hier eine kleine Aktion für Muslimas. Und man sieht das Bild hier, Muslima stolz und frei. Wie frei man jetzt mit einer Burka sein kann, ist eine andere Frage. Ich will viel mehr auf die Sachen eingehen, die mich richtig stören. Keine Bewilligung für Standaktion des IZRS. Die unliebsamsten Muslime der Schweiz veranstalten in Luzern eine einfache Standaktion. Luzern ist in der Zentralschweiz. Man muss sie darum schnell von der Bildfläche verschwinden lassen. Ich mag es nicht, die Muslime zu verteidigen, also so aus dieser Gruppierung da, denn die sind wirklich eklig. Wenn man schon Interviews mit denen gesehen hat, also mit Mitgliedern von denen, dann sind die einfach nur eklig. Doch ich bin nun mal jemand, der demokratische Grundrechte verteidigt. In Luzern, wie gesagt, in der Zentralschweiz, versuchen Politiker nun diesen einfachen Stand zu verbieten. Was macht denn dieser Stand? Nun, sie verteilen Orangensaft, Gebäck und Nestea-Eistee. Ich würde persönlich niemals Nestle-Produkte verteilen. Aber das ist leider nicht strafbar. Dieser Verbrecherkonzern aus meiner Sicht hat leider noch zu viel Einfluss. Das ist aber eine ganz andere Geschichte mit diesem Konzern. Und meine Mentalität zu dienen. Nichts an diesem Stand ist eigentlich illegal. Doch Politiker der FDP wollen solche Stände trotzdem zukünftig verbieten, beziehungsweise ihnen einfach keine Genehmigung mehr erteilen. Was hoffentlich nie funktioniert, denn hier wird schlicht nicht das Gesetz, nichts Gesetzwidriges getan. Man muss das einfach sehen. Diese Menschen da machen nichts Gesetzwidriges. Wenn ihr was verbieten wollt, probiert das doch mit der Bibel oder dem Koran, anstatt die Symptome zu behandeln. Vielleicht mal das Unkraut an der Wurzel packen. Und ohne diese Bücher gäbe es in dieser Richtung, in dieser religiösen Richtung auch keinen Fanatismus. So simpel ist das. Aber hier die Symptome zu behandeln und dann sich als großer Demokrat, als große Staatsbürgervereinigung, politische Vereinigung darzustellen, ist einfach bescheuert. Wenn man nicht den Mumm hat, der Religionen gleich zu behandeln wie jetzt diesen Stand per se, dann ist das einfach nur heuchlerisch. Jedenfalls, das einzige Gesetzwidrige, was ich sehe auf diesem Bild, ist, dass die vollverschleierte Frau da rumsteht. Luzern hat ein Vermummungsgesetz. Da kann man von mir aus Anzeige erstellen, aber nicht wie jetzt die SVP eine Anzeige generell gegen diesen Stand. Das ist ziemlich dämlich, wirklich. Das kostet nur wieder Geld, weil die Polizei muss dem nachgehen. Dann, wenn die das weiterleitet an die Staatsanwaltschaft, geht die dem nach. Es kostet alles Geld. Und wer darf es zahlen? Natürlich die Bürger, die Steuerzahler.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob es wie in Zürich, nun in Zürich war es so, ob es immer noch so ist, weiß ich nicht, dass das Vermummungsverbot nur für alle anderen gilt, aber nicht für die religiös motivierte Vermummung. Das ist ziemlich bescheuert. Mit anderen Worten, wenn man sich wegen seiner Religion vermummt, ist es legal in Zürich. Vielleicht wurde es die letzten 2 Jahre auch schon geändert. Kann sein, weiß ich jetzt gerade. Kann es auch nicht. Aber Muslime haben hier, Muslime, besser gesagt, haben hier ein Vorrecht gegenüber allen Nicht-Muslimen. Was schon ziemlich krass ist und eigentlich sehr wohlwollend dieser Glaubensgemeinschaft gegenüber. Nächste News. Stop Spamming kann gar nichts sagen hier. Der würde doch gerne sicher noch zu einigen kleinen Themen irgendwas sagen. Also der Hangout ist auch offen für alle Leute, die das wissen wollen. Ich könnte ja versuchen, da mal reinzukommen. Ob es jetzt am Hangout generell liegt, also am Google, weil an mir kann es ja nicht liegen, es ist ja nicht mein System, sondern Googles. Ich habe den Link auf YouTube selber gepostet in den Kommentaren für die Leute, die das interessiert. Ich habe euch gar nicht die News freigegeben. Mist. Ja, das ist ja egal. Jetzt noch schnell hier den Link euch zeigen. Wenn ich ihn dann finde, so. Da sind noch die Links für euch. http://live.die-gottlosen.ch, das ist nur zum Zuschauen. Und der untere Link, den ihr seht, hangout.die-gottlosen.ch, ist, um hier direkt mitzureden, mitzusprechen. Also nach Techno-Wizard 78, wer auch immer du bist, wenn du willst mitreden, komm rein und kannst noch dein Senf hier direkt in der Sendung zu den News abgeben. Komme auch nicht in Hangout. Das kann doch nicht sein. Ich lese aber noch deinen Kommentar jetzt noch schnell hier zu den News. Ich bin nicht der Meinung, ich würde nicht mal meinen Kampf verbieten. Viel zu wenige Leute haben Ahnung von der Gedankenwelt und den propagierten Werten der Nazis. Das mag so sein. Ich habe zum Beispiel auch nicht viel Ahnung von der Gedankenwelt und Werten der Nazis, gebe ich gerne zu. Aber was halt das Endresultat war kein schönes. Egal jetzt, wie toll sich vielleicht die Gedankenwelt hier angehört haben mag. Am Schluss ist halt das Resultat das Zählende und das war nicht so schön. Warum du jetzt nicht auch in den Hangout kommst, ist mal ganz, ganz komisch. Also liegt es doch vielleicht irgendwie an mir, was ich nicht verstehen kann, weil. Ja, ich kann im Hangout eigentlich nichts anwählen hier, von wegen, wer rein kann, wer nicht. Ich gucke mal in den Kameraoptionen. Übertragungseinstellungen. Ich muss jetzt das kurz ein bisschen anschauen hier. Audio und Feeds von Gästen, deren Ermittlungen übertragen, ausblenden. Ja, nein. Nee. Bildschirmansicht von Publikum übertragen, auch wieder ausblenden. Nein. Nee, hier ist gar nichts quasi verschlossen. Ich habe hier noch einen anderen Kurzlink. Ist das der gleiche? Nee, das ist nur der Veranstaltungslink. Das kotzt mich jetzt schon ein bisschen an, wieso die Leute hier nicht rein können.
Post auch mal den Direktlink, Technovisat, wenn du den probieren kannst und willst. Ich kann ja nichts einstellen, also es muss irgendwie bei Google irgendwas sein. Oh, Technik. Ich probiere mal, mich selber nochmal einzuklinken hier. Auf einem anderen Browser. Also auf einem anderen Browser kann ich einklinken. Das ist jetzt sehr merkwürdig. Ich gehe mal wieder hier raus. Ich weiß auch nicht, wer jetzt noch zuhört, ob überhaupt jemand noch zuhört. Keine Ahnung. Das System hat heute mir alles vermiest, ja. Was kann ich dazu sagen? Kurzdefinitionen, ganz kurz. Und zwar Atheismus und Islam. Was bedeutet Atheismus? Atheismus ist eigentlich nur ein kurz in der Definitionssache, um zu zeigen, dass man an keine Götter glaubt. Sonst beinhaltet diese Definition, diese Aussage, dieses Wortes gar nichts anderes. Einfach nur, man glaubt nicht an Götter. Es hat keine Aussage bezüglich, ob man jetzt gut findet, was die USA in ihrer Politik tut. Es hat keine Aussage damit, ob man glaubt, dass die Mondlandung jemals stattgefunden hat. Es hat keine Aussage darüber, ob man glaubt, dass die Erde flach ist oder hohl ist oder dass die Sonne kalt ist oder dass die Erde sich um die Sonne oder umgekehrt dreht. Alles andere spielt keine Rolle, sondern einzig und alleine Atheismus ist eine Definitionssache bezüglich des Nichtglaubens an Götter. Der Stop Spamming bringt halt immer gerne die Definition nahe mit einer Analogie zu Drachen. Er glaubt nicht an Drachen, weil es halt keine Beweise gibt für Drachen. Aber er richtet halt nicht sein Leben danach. Er steht nicht mit dem Gedanken auf, tue ich genauso wenig, dass es keine Drachen gibt. Und dass es, oh wie schön, dass es keine Drachen gibt, darum werde ich heute frei auf der Wiese gehen können, ohne Angst zu haben, dass da ein Drache kommt und mich verbrutzelt. Einfach, damit man aufzeigt, dass die Analogie halt da ist, dass es keinen Sinn macht, einem Atheisten vorzuwerfen, irgendwie, dass er sein Leben danach richtet, dass es keinen Gott gibt. Wie schon erwähnt, der Atheismus bedeutet nur nicht glauben an Götter. Und alles andere spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob man jetzt Fußball gut findet oder nicht als Atheist. Das hat keine definitionsmäßige Relevanz, überhaupt nicht. Und wir in der Sendung sprechen eigentlich immer über den Islam. Der Stop Spamming sieht halt genau wie ich den Islam nicht nur einfach als Religion, sondern hat viele Facetten. Und ein großer Teil davon ist halt politisch motiviert. Weil das Ziel, das ist einfach so, wenn man den Koran liest, wenn man die anderen Schriften aus den islamischen Traditionen liest, das Ziel ist halt, dass der Gottesstaat auf Erden global verankert wird. Sprich, die Theokratie soll verankert werden mit einem Scharia-System. Das versuchen viele andere Staaten, Saudi-Arabien, Pakistan, Iran und Afghanistan natürlich. Bangladesch hat auch solche Züge in seiner Verfassung, dass Gott halt hier der effektive Gesetzgeber ist und man versucht halt nur, die Gesetze so zu interpretieren aus der Heiligen Schrift und den Überlieferungen von Mohammed. Und die Überlieferungen sind halt wichtig, weil halt der Koran sehr vage ist, sehr, sehr willkürlich, sehr, sehr ungenau. Deshalb braucht man die zusätzlichen Schriften. Und da ist es wiederum so, dass
auch kein Konsens gefunden werden kann. Also die Glaubensgemeinschaften können sich auch nicht einigen. Die größten Hauptgruppierungen sind halt die Sunnis und die Schias. Die Sunni, die eigentlich nach den Schias sozusagen erst entstanden, richtig, wenn man historisch traditionell aus den islamischen Chronistengeschichten geht, gab es zuerst als politisch motiviert eigentlich die Schias, und die Sunnis haben sich dann erst später wirklich entwickelt gegen die Schias sozusagen als größere Gruppierung. Jedenfalls, der Islam beinhaltet den politischen Aspekt, sprich die Volksbelange, internationale Verhandlungen und gesamtgesellschaftliche Gesetze. Der Islam beinhaltet natürlich auch die Religion, das bedeutet das Spirituelle, das Leben nach dem Tod, was sich da abläuft, und das Seelenheil, also das Glück hier auf Erden in Einklang mit Gott sozusagen. Und weiter geht es dann mit der Ideologie gesamthaft, sprich, der Islam ist einfach beinhaltet das ganze Leben eines Muslims, theoretisch. Nicht viele Muslime wirklich handeln nach ihrem Koran, zum Glück nicht. Zum Glück sind sie besser als ihre Religion, die sie eigentlich akzeptieren, wie man das Leben zu leben hat und halt vieler Probleme angesehen wird. Sei es jetzt nur persönliche Probleme oder gesamtgesellschaftliche, globale Probleme gelöst werden können. So sehen das viele Muslime auch. Ja, und wir, also ich jetzt alleine leider, behandeln noch den Koran. Und heute die Sure 9. Da ich halt alleine bin, werde ich das einfach runterrattern. Und ja, leider habe ich halt nicht so viel Input von Stop Spammy und von Zuschauern hier. Der Techno-Wizard kommt gar nicht herein, ja. Ist halt ein bisschen mühsam alleine. Alles Monolog und jetzt sind es zwei Sendungen, kleine Sendungen heute geworden. Na, egal. Ist ja eh schon für mich jetzt gerade allgemein nicht so toll heute gelaufen. Das ganze Wochenende war für mich ein bisschen nervig. Dann spielt das ja auch keine Rolle mehr. Sure 9 heißt Die Reue. Ja. Ich muss jetzt meinen Text hier aufrufen und meine Notizen bezüglich Stop Spamming darf ich nicht groß vorlesen, weil macht ja dann keinen Sinn. Aber Sinn macht, die Folien euch zu zeigen, trotzdem. Sure 9, Vers 5,5. Also wie schon erwähnt, diese Sure ist sowas von langweilig und es bietet so wenig Inhalt, dass ich das einfach runterratten kann. Sure 9, Vers 5,5. Da sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlaget die Götzendiener, wo ihr sie findet, und packet sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. So sie jedoch bereuen und das Gebet verrichten und die Armensteuer zahlen, so lasset sie ihres Weges ziehen. Siehe, Allah ist verzeihend und barmherzig. Hier macht Allah doch eine recht klare Ansage mal wieder, was die Götzendiener mit den Götzendienern geschehen soll. Aber darum geht es mir jetzt nicht per se, das ist einfach wieder nur so eine Anmerkung. Das war nicht mein Hauptgrund, warum ich diesen Vers ausgesucht habe. Vielmehr muss man sich fragen, was für heilige Monate gemeint sind. Max Henning gibt auch einige Infos dazu, aber generell ist es einfach wichtig zu vermerken, sich zu merken, sich zu notieren, dass diese Monate in der vorislamischen Zeit bereits als heilig galten. Da durfte kein Blut vergossen werden, in gewissen Gebieten, nicht überall. So muss ich die Frage stellen, warum akzeptiert Allah diese Monate ebenfalls als heilig, obwohl sie in der Heidenperiode der Mekkaner als Monate der Kriegsaussetzung deklariert wurden und nun zu heiligen Monaten auch im Islam gestaltet. Später in dieser Sure versucht Allah, die Monate natürlich für sich zu beanspruchen, mit doch recht willkürlichen Aussagen. Der Inhalt der Erzählung bewegt sich wie üblich im Krieg.
Also die ganze Sure wieder, wie die Sure 8, ist eigentlich eine Kriegserzählung und man versucht halt den Krieg da zu legitimieren, warum auch immer. So viel zur Barmherzigkeit Gottes. Der folgende Vers, der kommt, stammt aus den Notizen von Stop Spamming und ich lese ihn mal einfach vor. Und es sprechen die Juden, Uzair ist Allahs Sohn. Das ist Ezra in der Bibel. Und es sprechen die Nazarener, der Messias ist Allahs Sohn. Solches ist das Wort ihres Mundes. Sie führen ähnliche Reden wie die Ungläubigen von zuvor. Allah schlag sie tot. Wie sind sie verstandlos? Ich kann jetzt den Stop Spamming fragen. Vielleicht gibt er mir noch extra Infos in den Kommentaren. Muss er aber nicht, aber weil ich weiß, worauf er hinaus wollte. Und zwar eher auf den Punkt hier, sie führen ähnliche Reden wie die Ungläubigen von zuvor, Allah schlag sie tot. Also Gott befiehlt sich selber, schlag sie tot. Das zeigt ein bisschen von Schizophrenie, finde ich. Also wenn man von, ich meine, das macht Allah ja schon die ganze Zeit im Koran, von sich in der dritten Person reden, aber sich extra noch einen Befehl geben in der dritten Person ist schon nochmal eine andere Stufe von Wahnsinn, würde ich meinen. Dass man zu sich selber sagt, das ist ganz einfach, wenn ich zu mir selber sage, Ike, schlag sie tot. Also, ja, ich weiß nicht, zu wem sagt er das? Wieso sagt er das sowas? Also, wieso dieser Befehlston? Keine Ahnung. Es ist einfach merkwürdig. Das zeigt eher wieder, dass es ein bisschen abgeschrieben wurde von irgendwoher und man darauf nicht geachtet hat. Wie schon viele, viele Verse hier zuvor aufgezeigt haben, dass das so ist. Ich gucke mal schnell, ob da vielleicht Kommentare aufgetaucht sind. Wer weiß. Natürlich nicht. Dann kann ich einfach weitermachen. Ich versuche mal dann später die Sendungen zusammenzuführen, ob das YouTube mir erlaubt mit ihren Tools. Ich hoffe mal stark. Jedenfalls, die Sure 9 bietet wirklich fast nichts an neuem Inhalt. Das ist schon ziemlich tragisch. Nicht mal eine feste Geschichte wird hier als Kontext geboten. Also hier und da weiß man, worum es hier sich handelt, aber nicht mit absoluter Sicherheit. Deshalb ist der nächste Vers nur einer, in der ich mich hier um die Logik kümmern will. Vers 70, 71. Das ist noch der letzte Vers, den habe ich gar nicht eingeblendet, sorry. Mache ich halt gleich weiter, Vers 70, 71. Warum diese Nummerierung so komisch zustande kommt, das ist halt so, weil nicht alle Muslime haben da die gleichen Quellen, komischerweise, von wegen der Nummerierung. Also da gibt es halt die Aussage heutzutage, dass nicht ein Punkt anders gehandhabt wurde seit der Herabsendung des Korans. Dass alles immer noch gleich ist. Nur ist halt komisch, dass halt doch so eine komische Nummerierung da ist. Und Max Henning bietet uns beide Nummerierungen. Also damit man, egal welchen Koran man in der Hand hat, auf Arabisch, beide Nummerierungen auf Deutsch vorhanden sind und so weiß, wo man etwas steht. Also von dem her finde ich diesen alten Koran von Max Henning top. Jedenfalls, ich lese vor. Kam nicht die Kunde derer, die vor ihnen waren, zu ihnen, vom Volke Noah, von Ad, von Tamut, vom Volke Abrahams und den Bewohnern Midians und der Umgekehrten? Es kamen zu ihnen ihre Gesandten mit deutlichen Zeichen und Allah wollte ihnen kein Unrecht tun, doch taten sie sich selber Unrecht. Der Umgekehrten, das ist gemeint Sodom und Gomorra, das hatten wir ja schon, die Geschichte, dass die ganze Stadt auf den Kopf gestellt wurde. Jedenfalls, wenn es doch so deutliche Zeichen waren, wieso kapieren die Menschen es dann nicht generell, wenn sie so deutlich sind? Es wird halt immer wieder von deutlichen Zeichen geredet, aber
sie sind irgendwie doch nicht so deutlich, weil wir haben immer noch solche Leute wie mich, solche Ungläubige, die halt diese Zeichen nicht so als deutlich ansehen, obwohl sie von Allah als deutlich deklariert werden. Und dieses zu ihnen ist auch willkürlich, zu wem, zu den Völkern vorher oder zu ihnen, also zu den Völkern vorher oder zu den Völkern jetzt sozusagen. Was ist mit zu ihnen gemeint? Dem jetzigen Volk von Mohammed oder den Völkern zuvor? Das wird einfach nicht klar deklariert. Das ist einfach sehr missverständlich und sehr ungenau. Sind es die Völker zuvor, ist es unsinnig, sie zu erwähnen als Ermahnung. Es hat ja nicht geklappt. Eigentlich würde das bedeuten, Gott hat versagt. Mit dem jetzigen Volk erst recht, weil er es immer noch nicht geschafft hat. Also egal, ob es jetzt zum jetzigen Volk ist oder zum damaligen Volk, es scheint nicht zu funktionieren. Es gibt halt immer noch uns Ungläubige. Wenn wir eine Erzählung sehen wollten, so sehen wir, dass die Rede vom Krieg ist und hauptsächlich diejenigen angeprangert werden, die nicht für Allah in den Krieg hinausziehen. Wieder mal, das hatten wir auch schon so den Konsens, hinausziehen wollen und somit als Frevler deklariert werden. Ganz besonders Beduinen kriegen hier ihr Fett ab. Das sind die herumziehenden Araber, werden sie hier im Buch so schön genannt. Weil sie nicht für Gott und seinen Gesandten sterben wollen oder töten wollen, wie man es halt sieht. Aber Gott scheint sich in einem Vers auch nicht ganz so sicher zu sein, was mit denen vor sich geht. Und so lesen wir in Vers 97-98. Die Araber sind verstockt in Unglauben und Heuchelei. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die Vorschriften, welche Allah auf seinen Gesandten herniedergesandt hat, nicht kennen. Und Allah ist wissend und weise. Nein, ist er nicht. Sonst würde er nicht von sehr wahrscheinlich reden. Das ist die gleiche Sache wie mit dem Wort vielleicht, das nicht selten benutzt wird von Gott. Sehr wahrscheinlich, vielleicht, womöglich. Das sind alles Worte, die zeigen, dass dieser Gott doch nicht so allwissend ist und nicht in die Zukunft sehen kann. Sonst würde man nicht solche Worte verwenden. Es mag vielleicht einen Gott geben, der allmächtig ist, allwissend in die Zukunft sehen kann, aber der Schreiber des Korans war es nicht. Sonst hätte er nicht solche Worte mit eingepflegt. Was auch immer wieder untergeht, ist die Redewendung Allah sei Zeuge. Deshalb schauen wir uns einen Vers an, wo es wieder erwähnt wird. Wir haben halt das noch nie wirklich großartig ein bisschen analysiert. Vers 107, 108. Andere haben eine Moschee erbaut, um Unheil und Unglauben und Spaltung zwischen den Gläubigen anzustiften und zu einem Hinterhalt für den, welcher zuvor Allah und seine Gesandten bekriegte. Und wahrlich, sie schwören, wir bezwecken nur Gutes, aber Allah ist Zeuge, dass sie Lügner sind. Es ist egal, dass Mohammed selber Spaltung bei den Mekkanern zuvor betrieben hatte, um einige Mekkaner, weil Mohammed gegen andere Götter verwetterte, ihn zum Ungläubigen erklärten und somit dieser Vers den eigenen Glauben nicht wirklich vertrauenswürdig erscheinen lässt, betrachtet man das Ganze von außen, meine ich. Vielmehr erhoffe ich mir eine Erklärung, wem Allah was bezeugen will, vor welchem Gericht will er Zeuge sein, vor seinem eigenen, macht wieder einmal null Sinn. Ja, ich hätte hier vielleicht von Subswami noch zusätzliche Inputs bekommen, vielleicht hat er mehr Infos aus der islamischen Welt, was für ein Zeuge er sein könnte. Aber kann er mir jetzt nicht nennen. Jedenfalls, für mich macht das hinten und vorne keinen Sinn, dass er Zeuge ist. Zeuge von, keine Ahnung. Es macht einfach sinnlos. Nun, wir gelangen bereits zum Ende dieser Sure, dass sie herzlich wenig bereithält, dass irgendwelche großartig analysiert werden kann. Deshalb erschien mir eine profane Sache als guter Abschluss dieser Sure, Vers 124, 125 und 125, 126.
Und wenn da eine Sure herabgesandt wird, so sprechen einige von ihnen, wer von euch ist durch sie im Glauben gestärkt? Was aber die Gläubigen anlangt, so stärkt sie dieselben im Glauben und sie freuen sich. Was aber jene anlangt, in deren Herzen Krankheit ist, so fügt sie Zweifel zu ihren Zweifeln hinzu und sie sterben als Ungläubige. Kurz gesagt, die glauben, glauben sowieso weiter und die ungläubig waren, bleiben auch ungläubig, selbst nach dieser tollen neuen Sure. Nicht zu vergessen, die Herzen von Stop Spamming und mir sind krank. Wie sie krank gemacht hat, naja, oder besser gesagt, wer sie krank gemacht hat, naja, aus Allah bleiben da nicht viele übrig. Wäre es Satan gewesen, ist es doch recht heuchlerisch und unfair von diesem Gott, uns dafür zu bestrafen und zeugt nicht von so großer Barmherzigkeit und gutem Willen. Ist es von ihm krank gemacht worden, ist es gleich noch ein Vielfaches schlimmer. Und er ist ein mieser Lügner, garantiert nicht barmherzig, sondern die Heuchelei in Person. In göttlicher Person, sozusagen. Ja, und das war es eigentlich mit Sura 9 schon. Wir wären von der Zeit her gut durchgekommen. Stop Spamming. Naja, egal. Die Sura 9 könnt ihr dann nachlesen unter koran.die-gottlosen.ch und die Sura 9 per se, ganz speziell Sura 9.diegottlosen.ch. Wie immer rufe ich auch die Muslime dazu auf. Gut, heute hätte es anscheinend nichts gebracht, weil Technik irgendwie hier versagt komplett, warum auch immer. Rufe ich auf, sich einzubinden, sich einzumischen, zu sagen, was man von mir hält, was man von dem Unglauben hält, was man von der Sendung hält, wo wir falsch liegen und, und. Ansonsten Daumen hoch, teilen, abonnieren. Die News findet ihr wie üblich unter www.i-gottlosen.ch. Ja, mehr als bis nächste Woche kann ich nicht sagen. Tschüss, Leute.